Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Lischka von der Sachcentric GmbH und ich bin als MVP für Scribe Software tätig. In dieser Online-Präsentation werde ich Ihnen demonstrieren, wie Sie mit Scribe Insight und seinen Anwendungsadaptern den Nutzen Ihrer bestehenden Anwendungssystemlandschaft noch weiter vergrößern können. Sehen wir uns dazu zunächst die Architektur von Scribe Insight an. Kern der Anwendung ist der Scribe Server. Eine kompakte Anwendung, die Sie sowohl auf einem bestehenden Anwendungssystem-Server als auch auf einem eigenen Server installieren können, abhängig von Art und Umfang Ihrer Integrationsaufgaben und der damit verbundenen Ressourcen. Scribe Insight verfügt über zwei Anwendungsoberflächen. Die erste ist die Workbench. In der Workbench entwickeln Sie Ihre Integrationslogik, Ihr Feldmapping, das heißt die Abbildung Ihrer Daten von einem System ins andere, aber auch Workflow-ähnliche Regeln zu Verarbeitungsschritten sowie Formeln zur Datentransformation. Das Ergebnis sind sogenannte Templates, die diese Logik und die Datenabbildungsregeln enthalten. Scribe stellt bereits eine Reihe vorgefertigter Templates für viele Standardanwendungsfälle zur Verfügung, die Sie von der Scribe-Website herunterladen können. Die zweite Anwendungssystemkomponente ist die Konsole. Die Scribe-Konsole ist das Verwaltungswerkzeug für Ihren Scribe-Server. Mit der Konsole erhalten Sie Zugriff auf Ihre Integrationsprozesse. Sie können Benachrichtigungen und Regeln für den Umgang mit Fehlern und Ausnahmesituationen einstellen. Die Konsole ermöglicht es, viele Integrationsprozesse über zahlreiche Anwendungssysteme hinweg in einer Verwaltungsoberfläche darzustellen. Damit kann Ihre Scribe-Installation optimal an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden. Scribe verfügt über Schnittstellenadapter, mit denen Sie zu unterschiedlichen Datenbanksystemen Zugriff erhalten, wie zum Beispiel Microsoft SQL Server und Oracle. Darüber hinaus können Sie mit Scribe auf fast alle ODBC-Datenquellen zugreifen, sowie auf Text- und XML-Dateien. Zusätzlich haben Sie Zugriff auf Microsoft MessageQ Warteschlangen. Darüber hinaus verfügt Scribe über sogenannte Anwendungsadapter. Anwendungsadapter greifen über das API der jeweiligen Anwendung direkt auf die Anwendung zu und Sie haben die Möglichkeit, auf Daten und Funktionen zuzugreifen. Dadurch wird aber nicht nur der Zugriff auf die Daten, sondern auf die gesamte dazugehörige Geschäftslogik ermöglicht, einschließlich aller eventuell vorhandenen Anpassungen. Anwendungsadapter stehen zum Beispiel zur Verfügung für Webservices, aber auch für die gesamte Microsoft Dynamics Produktpalette, das bedeutet CRM, NAV, AX und Great Plains, sowie für zahlreiche andere Anwendungssysteme, wie zum Beispiel Goldmine oder Salesforce.com. Auch die Verbindung zu cloud-basierten Lösungen ist mit Scribe Insight möglich. Ein Beispiel für ein typisches Anwendungsszenario ist die Integration einer Dynamics CRM mit einer Dynamics NAV-Anwendung, um Interessentendaten aus einer Online-Web-Anwendung abzurufen und zu verarbeiten. Das soll die Ausgangssituation für unseren Anwendungsfall, den ich Ihnen gerne demonstrieren möchte, sein. Die folgende Präsentation wird aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil werden wir die Integration eines Webformulars mit Dynamics CRM sehen. Es ist ein einfaches Formular, in dem Interessentendaten erfasst werden können, ein Kontakt, eine Firma sowie grundlegende Details dazu.
Diese Daten werden als XML-Nachricht weiterverarbeitet werden und sie werden in CRM angelegt werden. Für diesen Teil kommt ein Scribe-Template und der Anwendungsadapter für Dynamics CRM zum Einsatz. Der Funktionsumfang des Templates, das hierbei zum Einsatz kommt, ist auf dieser Folie dargestellt. Neben den eigentlichen Kundenstammdaten kann dieses Template auch Adressen, Aktivitäten und Verkaufschancen in CRM anlegen. Dieses Template, sowie auch alle anderen, können Sie natürlich jederzeit um weitere Integrationspunkte erweitern oder die vorhandene Logik ändern. Im zweiten Teil werde ich demonstrieren, dass man einfach und transparent mit Scribe Geschäftsdaten in Echtzeit zwischen Anwendungssystemen transformieren kann. Dies wird im Rahmen eines einfachen Auftragsbearbeitungsprozesses erfolgen. Dafür wird ebenfalls ein Scribe-Template zum Einsatz kommen, sowie der Anwendungsadapter für Dynamics CRM und für Dynamics NAV. Das Template, das wir in diesem Fall einsetzen werden, enthält Standardfunktionen für die gängigen Geschäftsprozesse zwischen einem CRM und einem ERP-System. Die Integrationspfade, die dieses Template enthält, sind auf dieser Folie abgebildet. Es ermöglicht den bidirektionalen Abgleich von Kundenstammdaten, Kontaktstammdaten, Adressstammdaten, aber auch von Auftragsdaten. Produkte, Preislisten und Rechnungen werden nur in eine Richtung abgeglichen, da es sich dabei um Informationen handelt, die ausschließlich im ERP-System entstehen und auch nur dort geändert werden. Sehen wir uns nun an, wie diese beiden Prozesse in einer automatischen Echtzeitintegration zusammengeführt werden. Zunächst werden die Interessentendaten, die in einem Webformular eingegeben wurden, weiter in CRM verarbeitet. Die XML-Nachricht wird über Scribe zu CRM übertragen und dort wird ein Lead-Datensatz erzeugt. In CRM entsteht entweder durch manuelle Bearbeitung oder durch Workflow-Regeln entsprechend der CRM-Prozesse des Unternehmens ein Kunde. Sobald aus dem Lead ein Kunde in CRM erstellt worden ist, wird er unverzüglich zu Dynamics NAV hin aktualisiert. Er wird dort als Debitor angelegt. Dort können nun die notwendigen Prüfungen und Freigaben erfolgen. Dazu gehört, das werden wir als Beispiel sehen, die Erteilung eines Kreditlimits für diesen Kunden. Diese Informationen werden nun wieder automatisch in Dynamics CRM eingelesen und dort mit dem Firmendatensatz abgeglichen, sodass dann Aufträge in CRM für diesen Kunden erfasst werden können. Schließlich werden wir einen typischen Verkaufsprozess für diesen Kunden sehen, beginnend von der Erfassung eines Auftrags in CRM bis hin zur Rechnungsstellung in Dynamics NAV. Sehen wir uns nun diesen Anwendungsfall in den beteiligten Systemen einmal genauer an. Der erste Schritt hierfür ist die Erfassung der Interessentendaten in unserem Webformular. Wir haben hier eine einfache Beispieloberfläche für diesen Zweck zusammengestellt. Wir stellen uns vor, dass der Interessent einfach ein paar persönliche Daten von sich hinterlegt zur Kontaktaufnahme. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Und natürlich auch eine Telefonnummer. Und wir haben auch eine Faxnummer. Außerdem gibt es natürlich Daten des Unternehmens, für das er tätig ist. Und wir erhalten einen im Grunde ganz vollständigen Interessentendatensatz. Stellen wir uns vor, er hinterlegt auch noch die
URL der Unternehmenswebseite und er interessiert sich im Grunde für alle drei Bereiche, die man auf diesem Formular auswählen kann. Und er möchte ganz gerne kontaktiert werden von einem Vertriebsmitarbeiter. Er schickt also dieses Formular ab und erhält eine Bestätigung, dass die Daten eingegangen sind. Im Hintergrund verarbeitet Scribe die XML-Nachricht, die aus diesem Formular hervorgegangen ist, und erzeugt automatisch einen Lead in Dynamics CRM. Wir sehen hier den Lead und wir sehen außerdem, dass im Rahmen der Datentransformation nicht nur die Stammdaten angelegt wurden, sondern die zusätzlichen Informationen hier auch innerhalb von Scribe zu einer Klartextbeschreibung für den Vertriebsmitarbeiter zusammengefasst, zusammengefügt und hier angelegt wurden. Dieser Lead, der kann nun entweder manuell durch die Bearbeitung im Vertrieb oder durch Workflow-Regeln weitergetragen werden. Der normale Interessentenprozess kann ablaufen, wie er in der CRM-Strategie des Unternehmens vorgesehen ist. Und wir stellen uns vor, dass am Ende dieses Bearbeitungsprozesses tatsächlich das Ergebnis steht, dass dieser Lead konvertiert werden soll. Das heißt, es soll ein neuer Kunde entstehen. Da wir über beide Informationen verfügen, können wir sofort einen Firmen- und einen Kontaktdatensatz in CRM erstellen und der Lead wird dabei geschlossen. Wir erhalten eine neue Firma, XPO AG. Und im Rahmen der weiteren vertrieblichen Bearbeitung wird aus dieser Firma nun auch tatsächlich ein Kunde. Das heißt, es sollen Aufträge abgearbeitet werden, die von diesen Kunden kommen. Und der Vertrieb stellt zu diesem Zweck den Beziehungstyp auf Kunde um. Das Template von Scribe, das hier zum Einsatz kommt, ist so gebaut, dass es auf dieses Ereignis reagiert. Denn wir wollen nicht alle Firmendaten in unsere ERP-Anwendung haben, sondern tatsächlich nur diejenigen, die auch Kunden, also Debitoren sind. Die Statusänderung wird von Scribe verarbeitet und wiederum im Hintergrund wird dieser Datensatz zu Dynamics NAV übertragen und dort als Debitor angelegt. Wir sehen, dass im Rahmen dieser Übertragung auch die Geschäftslogik, die mit dem Erzeugen von Debitoren verbunden ist, durchlaufen wurde. Beispielsweise ist hier eine Navision-Nummer aus der Nummernserie automatisch generiert worden. Im Rahmen der Prüfung im Backoffice wird dieser Datensatz jetzt weiter vervollständigt. So kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass eine Kreditlimitprüfung, eine Bonitätsprüfung stattfindet und der Kunde bekommt einen größeren Kreditrahmen eingeräumt. Auch weitere Prüfungen sind nötig, alles was notwendig ist, damit der Datensatz hier tatsächlich als Debitor im ERP-System verwendet werden kann. Das Ergebnis der Bearbeitung im ERP-System wird nun wieder zurück ans CRM-System übertragen, da darin auch Informationen enthalten sind, die wiederum für den Vertrieb von Bedeutung sein können. Wenn wir also zurückgehen in das CRM-System und dort den Datensatz nochmal aktualisieren. Dann sehen wir, dass das Kreditlimit, das in Navision eingetragen wurde, jetzt hier im CRM Account-Datensatz, im Firmendatensatz sichtbar ist.
Und wir können uns vorstellen, dass in dem Soll-Prozess, den wir betrachten, dass das Zeichen ist für den Vertrieb, dass nun mit diesem Firmendatensatz gearbeitet werden kann und dass nun Verkaufsaufträge erfasst werden können. Und das probieren wir jetzt auch gleich. Wir stellen uns vor, dass der Kunde direkt einen Auftrag platziert und wir erzeugen daher eine neue Order im CRM. Zu dieser Order fügen wir nun Produkte hinzu. Und die Produkte, die wir hier sehen, sind tatsächlich Produkte, die aus dem ERP-Produktkatalog, also aus dem Navision-Artikelstartendamm übertragen und hier angelegt worden sind. Wir müssen eine Einheit auswählen, die wiederum auch integriert ist mit den Einheitencodes, die in Dynamics NAV hinterlegt sind, dort gepflegt sind. Und wir geben eine Menge an. Das soll uns nun schon genügen. Das System hat den Preis für diese Position berechnet. Und durch Auswählen der Funktion Submit Order können wir jetzt diesen Auftrag in das Backoffice-System im Allgemeinen und im konkreten Fall hier in das ERP-System, also Dynamics NAV, übermitteln. Der Status im CRM-System wird geändert, damit keine Änderungen an diesem Auftrag mehr möglich sind. Und im ERP-System, in Navision, sehen wir nun, dass ein neuer Verkaufsauftrag angelegt worden ist. Dabei sind nicht nur die Daten aus dem CRM-System übertragen worden, sondern es sind auch sämtliche Berechnungen und alles, was an Logik wiederum im Verkaufsmodul hinterlegt ist, durchlaufen worden. Wir sehen also hier unsere Zeile. Es ist ein Location Code hinzugefügt worden, den das CRM-System nicht kennt, den es auch gar nicht kennen muss. Wir haben aber die Menge, wir haben natürlich die Einheit und wir haben das Pricing. Der Auftrag kann nun entweder korrigiert, ergänzt, geprüft werden und er wird dann freigegeben zur Bearbeitung. Und schlussendlich, nachdem der Auftrag entsprechend erfüllt worden ist, wird er berechnet. Auch das wollen wir uns im Rahmen dieser Demonstration ansehen.
Und wir sehen, zusammen mit der Lieferung kann dieser Auftrag nun berechnet werden. Der dabei entstehende Rechnungsbeleg wiederum wird an Dynamics CRM übermittelt werden, um dem Vertrieb Informationen über die Auftragsbearbeitung selbst bereitzustellen. Wir sehen also nun in den CRM-Rechnungen den Beleg, der beim Buchen im ERP-System in Dynamics NAV erstellt worden ist. Alle Änderungen, die zwischenzeitlich im ERP-System erfolgt wären, bezüglich Preise, Rabatte oder Ähnliches, würden natürlich in dem letzten gültigen Zustand, in der letzten gültigen Form, wie sie in Navision hinterlegt waren, hier auch wieder übertragen werden. Neben der CRM-Rechnungsnummer, die automatisch generiert wird, haben wir hier auch als Referenz die Belegnummer, die in Navision erzeugt wurde. Und wir haben natürlich auch die Integration hier in unseren CRM-Produktkatalog, der wiederum direkt unmittelbar aus Dynamics NAV gesteuert wird. Wie Sie gesehen haben, können Sie mit Scribe Insight durch seine Schnittstellen und Anwendungsadapter anwendungsübergreifende Geschäftsprozesse unter Berücksichtigung existierender und angepasster Geschäftslogik realisieren. Die zusätzlich verfügbaren Schnittstellen für Microsoft SQL Server, ODBC-Datenquellen, XML-Nachrichten und Microsoft Message Queue Warteschlangen-Nachrichten erweitern das Anwendungsgebiet des Scribe Server zusätzlich wesentlich, sodass Ihnen eine umfassende und einheitliche Plattform für Datenintegration zur Verfügung steht. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere Präsentation anzusehen. Falls Sie Fragen zu dieser Präsentation haben oder technische Fragen zum Produkt, dann senden Sie uns eine E-Mail unter der hier angegebenen Adresse. Geben Sie dabei bitte Kontaktinformationen an, sowie die Präsentation, zu der Sie weitere Informationen wünschen. Für Informationen über Scribe, das Unternehmen, sowie über die gesamte Produktpalette besuchen Sie die Scribe-Webseite unter der angegebenen URL. Sie können sich auch direkt telefonisch an uns wenden. Bei Sagcentric sind wir verantwortlich für die Beratung und für die Betreuung der deutschsprachigen Scribe-Partner und Scribe-Kunden. Vielen Dank.